Das ist ein neuer Chip Renegade. Und das ist Herr Nagelstutz. Er fährt diesen Chip. Das sind alle Schrauben, die in dem Chip verbaut sind. Da staunt Herr Nagelstutz. Oh. Denn diese Schrauben halten sein Auto zusammen. Ohne sie würde es auseinanderfallen. Wo kommen die denn her? Genau das haben wir uns auch gefragt. Deshalb verfolgen wir eine Schraube auf ihrem Weg über die Kontinente. Unsere Schraube ist in einer Tür verbaut. Genauer in einem Fensterhebermodul. Bis die Schraube aber dahin und nun in Herrn Nagelstutz Hände gelangte, ist sie knapp 20.000 Kilometer um die Welt gereist. Das Leben der Schraube begann wahrscheinlich in Australien. Das Land ist der zweitgrößte Eisenerzförderer und exportiert, anders als China, den Großteil davon. In einem Bergwerk wurde das Rohmaterial, das Eisenerz, gefördert. 2014 förderte Australien fast 800 Millionen Tonnen. Rund 90% davon bauten die beiden Konzerne Rio Tinto und BHP Billiton ab. Die Förderung des Eisenerzes ist keinesfalls unproblematisch. Am 5. November 2015 ereignete sich in einer brasilianischen Mine ein Dammbruch. Dadurch kam mehrere Tonnen durch Arsen und Quecksilber verseuchter Schlamm in den Rio Doce. Man schätzt, dass die betroffenen Gebiete auf 100 Jahre hin verseucht bleiben. Solche Umweltkatastrophen ereignen sich immer wieder, zum Nachteil der Umgebung, bei der es sich meist um sensible Lebensräume wie den Urwald handelt. Dies ist eine Schattenseite der Stahl- und damit auch der Schraubenproduktion. Zurück zum Eisenerz. Dieses wurde mit der Eisenbahn an die Küste Australiens transportiert. Die Züge gelten als die längsten der Welt. Beachtenswert ist, dass die drei größten Eisenerzförderer selbst Transportunternehmen halten oder Infrastruktureinrichtungen betreiben. So wurde unser Eisenerz beispielsweise an einen der 8 BHP-eigenen Anlegestellen in Port Hedland auf Massengutfrachter umgeladen. Von Australien ging es ins taiwanesische Kaohsiung. In Taiwan fand die Stahlproduktion statt. Im Hochofen wurde aus Eisenerz und Koks zunächst Roheisen. Die Temperaturen betrugen über 1500 Grad. Der fertige Stahl wurde gewalzt und als Draht auf Coils auf Spulen aufgewickelt. Bevor aus dem Draht eine Schraube gemacht werden konnte, musste festgelegt werden, wie diese beschaffen sein soll. Das passiert in Deutschland, in Bad Mergentheim. Spezielle Kundenwünsche können Unternehmen wie die Würth Industrie Service GmbH und Co. KG erfüllen. Zur Planung unserer Jeep-Schraube trafen sich die Würth-Mitarbeiter mehrmals und besprachen genaue technische Anforderungen. Unsere Schraube sollte etwas länger als eine der unzähligen Normschrauben sein und mit einer Gewindesicherung versehen werden. Am PC erstellte ein Mitarbeiter einen dreidimensionalen Schraubenentwurf. Dieser wurde mehrmals mit dem Kunden abgestimmt und diente später als Vorlage zur Produktion. Unsere Schraube wurde in Taiwan produziert, wo auch schon der Stahldraht entstanden war. Hier allerdings sehen wir eine Schraubenfabrik in Deutschland. Um eine Schraube herzustellen, wird der Draht von den Coils abgewickelt und in Stücke geteilt. Durch Schläge von Metallblöcken auf die Stücke wird der Schraubenkopf geformt. Das Gewinde wird in der nächsten Maschine eingewalzt. Hierfür werden die Schrauben in einer Rinne in Reihe sortiert. In der Maschine laufen die Schrauben nacheinander durch zwei Walzbacken. Die in Taiwan produzierte Schraube kam mit dem Containerschiff nach Deutschland. Über 90% des Welthandels und knapp 70% des deutschen In- und Exports werden derzeit über den Seeweg realisiert. Grundsätzlich ist die Branche so weit standardisiert, dass derselbe Container nicht nur auf dem Schiff, sondern auch mit dem Zug oder LKW transportiert werden kann. Bei der Würth Industrie Service werden täglich bis zu 500 Pakete und 800 Paletten angeliefert. Am Wareneingang wird die Ware entpackt, geprüft, gegebenenfalls getrennt,
im EDV-System gebucht und einem Lagerplatz zugeordnet. Anschließend kommt sie ins vollautomatische Hochregallager. Wird Ware benötigt, wird sie kommissioniert. Das heißt, ein Artikel auf einer Europalette wird aus dem Hochregallager zu einem Mitarbeiter gebracht, der die erforderliche Menge entnehmen kann. Diese Menge geht in die Pufferungsanlage und wartet dort, bis es alleine oder mit anderen Artikeln derselben Bestellung zu einem Paket zusammengefügt werden kann. Ist das gepackt, geht es auf eine vorbereitete Europalette, die dann in einen LKW verladen wird. Von hier wurde unsere Schraube nach Istanbul transportiert. Die Firma Presan baute sie in eine Schienengleiterbaugruppe ein. Die ist in Herrn Nagelstutz Jeep verbaut. Jeep baut diese Teile nicht selbst, sondern lässt sie sich zuliefern. Zulieferer entwickeln und produzieren heute über 80% eines Autos. Vor 30 Jahren waren es noch 56%. Etwa 1500 Kilometer reiste unsere Schraube als Teil einer Baugruppe im LKW in die italienische Provinz Potenza. Hier bei Pros in Melfi wurde das Türmodul fertiggestellt. Am gleichen Ort, also auch in Melfi, ist die Produktion von Fiat. Das Türmodul wurde hier in unseren Jeep Renegade eingebaut. Unser Jeep wird in 100 Länder exportiert. Geländewagen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, obwohl sie mit ihrer Größe und ihrem Kraftstoffverbrauch wenig umweltschonend sind. 2012 kamen 15% der Neuzulassungen aus diesem Segment. In Deutschland ist das Auto ein alltägliches Gebrauchsgut. 2008 gab es in Baden-Württemberg nur 11% autofreie Haushalte. Im Bundesdurchschnitt waren es 18%. Hier wird ein Auto durchschnittlich 12 Jahre gefahren und legt jährlich über 14.000 Kilometer zurück. Herr Nagelstutz kann mit seinem Jeep also noch viele Jahre fahren. Irgendwann wird er ihn entweder verkaufen oder verschrotten lassen. Das Verschrotten ist ein wichtiger Prozess zur Wiedergewinnung von Stahl. Stahlschrott kann zu beinahe 100% recycelt werden. Und das ohne Qualitätsverluste. Das ist mit kaum einem anderen Rohstoff möglich. Aus unserer Schraube könnte nach dem Recycling also eine neue Schraube werden oder eine Gabel, ein Karabiner, ein Treppengeländer, ein Fahrradrahmen, ein Windrad oder irgendetwas anderes aus Stahl. Wenn Herr Nagelstutz den Jeep verkauft, dann geht seine Reise höchstwahrscheinlich erstmal weiter. In Deutschland werden jährlich 6 Millionen Gebrauchtfahrzeuge gehandelt. Jedes zehnte wird exportiert, zum Beispiel nach Afrika. Der Transport nach Afrika ist mittlerweile zum Massengeschäft geworden, obschon die Spediteure nur 20 bis 30 Euro pro Auto für eine Überfahrt erhalten, können sie davon leben. Doch soweit ist es noch nicht. Herr Nagelstutz kann noch viele Touren mit seinem Jeep machen. Und wenn er das nächste Mal das Fenster herunterlässt, denkt er vielleicht daran, wie die Schraube in sein Auto gekommen ist. Zuerst wurde das Eisenerz abgebaut, zu Stahl umgewandelt und schließlich zur Schraube geformt. Diese Schraube wurde dann ins Fensterhebemodul und das ins Auto eingebaut. Jetzt fährt diese Schraube jeden Meter mit mir zusammen, bevor sie mit dem Auto wieder verschrottet wird. Am Weg unserer Schraube kann man gut erkennen, wie sich die Weltwirtschaft in den letzten Jahrzehnten globalisiert hat. Ein komplexes Produkt wie ein Jeep Renegade wird nicht von einem Unternehmen an einem Ort geplant, gebaut und vertrieben,
sondern man produziert arbeitsteilig und grenzüberschreitend, sodass man jeweilige Standortvorteile in unterschiedlichen Ländern effizient ausnutzen kann. Somit ist nicht nur eine Firma am Produkt beteiligt, sondern viele Menschen auf der ganzen Welt werden Teil einer Wertschöpfungskette. Als Konsumenten der Waren sind auch wir Teil dieser Kette. Jedoch darf man bei den Vorteilen, die die Globalisierung bietet, nicht die Nachteile wie Umweltverschmutzung und Ausnutzung billiger Arbeitskräfte außer Acht lassen. Wir alle sind gefordert, den Globalisierungsprozess kritisch zu begleiten. We're going to San Francisco.